Das sind die drei besten natürlichen Mittel zur Blutverdünnung. Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und darum geht's heute. Ja, das Thema Blutgerinnung, Blutgerinnsel, Thrombenbildung ist vielleicht für den einen oder anderen mittlerweile ein etwas geläufigeres Thema oder Risiko geworden. Und hier möchte ich kurz ein paar Worte zu verlieren. Es gibt einmal die ganz klassischen Risikogruppen, die es auch schon immer gegeben hat. Ja, das sind Menschen, die bettlägerig sind oder Menschen mit Venenproblemen oder Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten, wo einfach die Gefahr besteht, dass Blut nicht mehr ausreichend bewegt werden kann und quasi liegt, still liegt. Da ist immer die Gefahr, dass sich Thromben bilden. Und hier ist es auch völlig okay, den Schulmediziner seine Arbeit machen zu lassen und gegebenenfalls Gerinnungsmittel zu nehmen, Antigerinnungsmittel zu nehmen, die er empfiehlt. Aber hier gibt es natürlich auch gute und schlechte. Das heißt, es ist hier ein Abwägen nötig. Was schadet der Gesundheit unter Umständen und was ist eventuell gar nicht so schlimm? Es hängt natürlich auch ab vom Alter und vom Risiko, dem man ausgesetzt ist. Aber jeder, der sagt, ich möchte das mit natürlichen Mitteln probieren, der sollte jetzt hier genau zuhören. Die andere Risikogruppe ist eine neu erzeugte Risikogruppe, und zwar die Gruppe, die die Corona-Impfung erhalten hat. Denn die Bildung von Spike-Protein begünstigt auch die Bildung von Thromben in den Blutgefäßen. Und das ist auch ein Grund mit, warum so viele Probleme in der Gesundheit haben, nachdem sie diese Impfung erhalten haben. Das ist einer der möglichen Gründe. Was gibt es da? Es gibt drei Substanzen, drei Stoffe, die man im freien Markt erhalten kann. Das eine schwieriger, zwei etwas leichter. Von den beiden ist eins sehr wirksam und das andere weniger wirksam. Die Mittel sind Natokinase, Lumbrokinase und Serapeptase. Natokinase, Lumbrokinase, Serapeptase sind sogenannte Fibrinolytika. Das heißt, sie enthalten Substanzen oder wirken auf Proteine ein, in der Form, dass sie es auflösen. Das heißt, sie können gezielt bestimmte Proteinverbindungen lösen, nämlich gerade die, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind. Beim Blutgerinnen passiert ein Prozess, wo sich Proteine verbinden, miteinander verkleben und das muss wieder gelöst werden. Und das kann eben Natokinase, Lumbrokinase oder Serapeptase. Natokinase wird aus der Sojabohne gewonnen und ist von all denen das, was im Moment am leichtesten zu bekommen ist, was auf jeden Fall besser ist als gar nichts, was aber auch die geringste Wirkung hat. Das heißt, man braucht hier eine höhere Einnahme, man muss mehr einnehmen davon. Lumbrokinase wird aus dem Regenwurm gewonnen und ist 30 Mal stärker als Natokinase, ist immer noch sehr gut erhältlich, ist etwas teurer als Natokinase, aber man braucht auch verhältnismäßig weniger. Und deswegen ist das eher die Empfehlung, auf Lumbrokinase sich einzulassen, wenn man Themen hat mit der Blutgerinnung. Und das letzte ist die Serapeptase. Die wird gewonnen aus der Seidenspinnerraupe, ist von allen Mitteln das, was am schwersten zu erhalten ist, ist aber erhältlich, man kann es online bestellen bei ausgewählten Händlern, ist am teuersten von allen, aber hat die höchste Wirksamkeit. Es ist um den Faktor 300 Mal stärker als Natokinase. Die Einnahme sollte immer 2 Stunden ungefähr nach dem Essen laufen, einfach damit es nicht die Gefahr gibt, dass diese Fibrinolytika sich verbrauchen an den Nahrungsmittelproteinen, sondern wirklich zur Verfügung stehen für den Körper. Ganz wichtiger Punkt. Eine Sache, die in neuesten Studien gezeigt wurde, ist, dass es auch eine Wirkung hat gegen Krebszellen. Es ist in der Lage, die Zellmembranen von Krebszellen anzugreifen, aufzulösen und sie dadurch wieder angreifbar fürs Immunsystem zu machen, sodass sie vernichtet werden können. Also auch hier nochmal ein Riesenzugewinn. Wie kann man jetzt rausfinden, ob man das braucht? Es gibt einen Blutmarker, der sehr gut geeignet ist. Das ist der Marker D-Dimer. Wenn der D-Dimer-Wert gemessen wird, dann kann man an dem feststellen, wenn der sich irgendwo in eine bestimmte Richtung bewegt, okay, ich habe hier Probleme, es gibt Blutgerinnsel anscheinend im Körper und dann kann man anfangen mit der Einnahme. Gleichzeitig gibt es die andere Möglichkeit, mit dem Praxis-Family-System zu arbeiten. Das heißt, wenn ihr mit der Testmethode nachtestet, wenn ihr das gelernt habt, dann habt ihr da auch immer die Chance und die Möglichkeit auszutesten, ob ihr was braucht und auch genau, was ihr braucht. Also ob ihr eben Natokinase, ob das ausreicht oder Lumbrokinase oder Serapeptase. Oder sogar im schlimmsten Fall was Schulmedizinisches, was ja auch sein kann. Aber wer das möchte und eigenverantwortlich handeln möchte und nicht den Arzt um Erlaubnis bitten möchte, in Anführungszeichen, kann sich hier relativ gefahrlos versuchen, mit tollen, hervorragenden Ergebnissen. Studien zeigen, dass die Wirkung auf den Körper ganz ähnlich ist zu schulmedizinischen Mitteln, die alternativ verglichen wurden. Von daher habt ihr hier etwas sehr Gutes an der Hand. In dem Sinne,
Bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, folgt uns auf Instagram. Ciao, der Matthias.